Jehovas Zeugen spielen Opfer der Verfolgung. Der Missbrauch staatlicher Einrichtungen ist Wachturmstandard. Der Zeuge Jehovas in Wiesloch, der auch schon mal gerne zuschlägt, hatte unter dem Strahler des Geschäfts, vor dem er stand, einen regelrechten Heiligenschein. Von Ferne fotografierte ich ihn. Leider sind die Bilder leicht verwackelt, denn ich hielt aufgrund seines körperlichen Angriffs vor Wochen lieber einen großen Abstand zu ihm ein. Nachdem ich ihn fotografiert hatte, was ja seit einiger Zeit zum Glück rechtlich geklärt ist, stellte ich mich mit meinen Schildern etwas näher auf. Vorsicht ist bei diesem Mann geboten. Nach geschlagenen 7 Minuten schaute er auf die Uhr, als hätte er einen wichtigen Termin verpasst. Er telefonierte und 2 Minuten später tauchte ein etwa 30-jähriger Mann mit slawischem Aussehen auf und holte den Mann ab. Der slawisch aussehende Mann hatte dauerhaft ein extrem mildes Lächeln im Gesicht und ich wusste intuitiv, dass jeder kleinste Mucks von mir das hohe Risiko barg, von diesem Mann zusammengeschlagen zu werden. Immerhin schaffte ich es, nicht vom Fleck zu weichen, als die beiden ganz nah an mir vorbeigingen. Der Zeuge Jehovas grinste breit und schüttelte die ganze Zeit den Kopf. Den Abgang fotografierte ich lieber nicht, denn ich hatte Angst vor dem mutmaßlichen Slawen, der den Zeugen Jehovas mit Opa angesprochen hatte. Nach dieser kurzen Szenerie traf ich auf eine Zeugin Jehovas, die nie mit den anderen Zeugen Jehovas normalen Predigtdienst abhält. Sie geht nur immer durch die Fußgängerzone und spricht Leute an. Für den normalen Predigtdienst ist sich diese Dame irgendwie zu fein. Ihre Sondermethode stellt für mich ein gewisses Rätsel dar, denn mir erschließt sich nicht, warum diese Dame keinen normalen Wachturm-Predigtdienst leistet. Sehr sonderbar. Nachdem ich gesehen hatte, wie sie eine Passantin ansprach, um aus ihr ein weiteres Wachturmopfer zu machen, entschloss ich mich, ein paar Worte an sie zu richten. Sie versuchte, mir sofort das Maul zu stopfen, indem sie wie eine Aristokratin reagierte. Ich wünsche nicht, dass... Ich setzte meine kleine Ansage fort und machte ihr in ein paar Sätzen klar, dass Jehovas Zeugen 2 Götter in ihrer Religion haben. Nachdem im 1. Gebot ein anderer Gott absolut verboten ist, kommt die Wachturmbibel in Johannes 1 mit einem anderen Gott, das Wort / Jesus. Dieser 2. Gott darf von Jehovas Zeugen nicht angebetet werden. Auf diese Weise machen sie Jesus zu einem tabuisierten Götzen. Christen haben dagegen einen einzigen Gott. Sie haben den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Auf diesen Namen sind Christen getauft. Die zarte Dame, der ich dann mit meinen Schildern nachging, um die Menschen vor ihrer Tätigkeit zu warnen, führte mich durch die merkwürdigsten Wege. Darunter waren auch einsame Parkanlagen und ich überlegte, was diese Dame damit bezweckte. Ich hielt immer brav etwa 30 Meter Abstand und viele lasen meine Warnschilder. Endlich kamen wir auf verschlungenen Wegen unten an der Schleckerruine an, wo die edle Dame Jehovas längere Zeit mit mir zugewendetem Rücken stehen blieb. Dann ging sie ganz nah an mir vorbei und grinste mich an. Wieder ging ich ihr mit meinen Schildern nach. Wieder ergaben die Wege keinen Sinn. Doch am Ende kamen wir an einer großen Polizeistation vorbei. Aha! Aber was soll's? Ich habe die Freiheit, Menschen vor Lügnern zu warnen. Und tatsächlich verschwand die zarte und so wehrlose Zeugin Jehovas, die die ganze Zeit über und gerade auf den einsamen Parkwegen völlig angstfrei und gelassen vor mir hergegangen war, in dieser Polizeiwache. Einige Sekunden später erschien ein Polizeibeamter im Eingang der Polizeiwache und winkte mich mit herablassender Geste heran. Ebenso herablassend und herabwürdigend richtete er einige Worte an mich. Er sprach mit mir wie mit einem räudigen Hund. Der breitbrüstige Frauenverteidiger hatte sich des Polizeibeamten bemächtigt und die zarte Zeugin Jehovas stand hinter ihm wie jemand, der sich ganz harmlos hinter einem Baum versteckt. Meine Erwiderungen und Erklärungen galten nichts. Der Mann gab mir den guten Rat, meine Zettel wegzustecken und zu verschwinden. Ich antwortete, bevor sie mir eine polizeiliche Anweisung geben, werde ich natürlich ihren guten Rat befolgen. Einige Bemerkungen konnte ich noch loswerden. Diese betrafen den Missbrauch staatlicher Einrichtungen durch Jehovas Zeugen. Diese Lügner führen tatsächlich ganze Behörden am Nasenring durchs Dorf. Mein schändlicher Abgang ergötzte wahrscheinlich die ganze Polizeiwache und ich wurde wie ein Hund von mehreren Polizisten durch Gästen verscheucht, gen Horizont ausgestreckte Zeigefinder, dem Hitlergruß ähnlich. Aber ich kann diese Leute verstehen. Sie haben auch ein gewisses Wehgefühl und unterliegen wie alle anderen Menschen dem gruppendynamischen Sog, vermeintliche Übeltäter mit einer guten, schönen,
gemeinschaftlichen Verachtung zu behandeln. Mir würde das sehr wahrscheinlich auch so passieren, wenn ich eine Uniform tragen würde. Als Straßenbahnschaffner in Düldorf habe ich diese Wesensveränderung durch das Wir-Gefühl am eigenen Leib erfahren. Es ist erschreckend, wie Menschen, auch ich, in einem guten, edlen Club zu Herdentieren werden und andere unterdrücken können. Die edle Zeugin Jehovas blieb noch in der Polizeiwache zurück und ich würde zu gern wissen, was sie den Polizeibeamten noch aufgetischt hat. Das höchste Interesse der Wachturmgesellschaft ist es, staatliche Institutionen für ihre Zwecke einzuspannen. Wie viel wird die Mordorg aus diesem Vorfall als konkreten Profit herausschlagen können? Ich werde in Bezug darauf jede Kleinigkeit berichten. Unterm Strich kann ich froh darüber sein, jede Aktion akribisch im Internet veröffentlicht zu haben und weiter zu veröffentlichen. Das schützt mich effektiv vor falschen Anschuldigungen. Wenn das nicht der Fall wäre, hätten mich die Zeugen Jehovas wahrscheinlich schon lange durch falsche Anschuldigungen beseitigt.